Aktuell sind noch extrem geile Halloween-Items im Rocket League Item Shop und falls du dafür Credits brauchst oder generell auf der Suche nach Autos oder Items bist, schau jetzt gerne mal in die Videobeschreibung. Dort findest du nämlich den Link zu meinem Partner Rocket League Exchange, ja, die Seite, die du hier gerade im Hintergrund siehst, und dort zahlst du beispielsweise mit meinem Code REPASS, wo du nochmal 3% sparst, für 10.000 Credits nur $61.11, also umgerechnet eben auch so 60 Euro, 61 Euro, ja, mittlerweile ist der Dollar ja eben genauso viel wert wie der Euro. Ist auf jeden Fall echt crazy. Check das Ganze unbedingt mal aus. Da findest du alle möglichen Angebote. Und nun würde ich sagen, let's go up mit dem Video. Trage jetzt meinen Creator-Code bei REPASSYT in deinen Rocket League Shop ein, um mich zu unterstützen mit jedem Kauf. Vielen lieben Dank an jeden, der mich supportet. Wir machen heute zusammen ein Rocket League Quiz und ich bin sehr gespannt, wie viele Fragen ich richtig beantworten werde und wie viele Fragen ihr richtig beantworten werdet. Ratet auf jeden Fall gerne in den Kommentaren mit. Ja, ihr seht ja dann direkt, ob ihr richtig lag mit eurer Antwort. Lasst ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da. Vielleicht habt ihr ja Bock, dass ich öfter mal so ein Quiz mache, dann lasst, wie gesagt, einfach ein Like da, dann weiß ich, dass ihr da Bock drauf habt. Wir sind auf jeden Fall auf testedich.de. Die Seite kennt, denke ich, jeder, da kann man auch so seine Liebe und so testen. Und da gibt es halt eben verschiedene Quizzes, vor allem zu Rocket League gibt es eben auch verschiedene, deswegen kann ich da öfter mal gerne ein Video zu machen. Wir sehen hier 10 Fragen zu Rocket League, die ich natürlich jetzt versuchen werde, richtig zu beantworten. Und wir beginnen mit der allerersten Frage und die ist, welches ist der höchste Rang? Ganz einfach, ja, wir haben hier zur Auswahl Grand, Plat, was auch immer das sein soll, Diamond 3 und Überschalllegende. Ja, und natürlich ist es die Überschalllegende, ja, Supersonic Legend, kreuzen wir hier einfach mal an. Dann die zweite Frage ist, welches ist ein RLCS-Spieler? So, da muss ich tatsächlich ein bisschen minimal überlegen. Also Stay Playson sagt mir nichts. Also ihr wisst ja, ich bin nicht so der E-Sportler. Ja, und Sunless Khan sagt mir auch nichts. Aber Squishy Muffin sagt mir was. Deswegen auf jeden Fall, Squishy ist ein E-Sport-Spieler beziehungsweise RLCS-Spieler. Die Frage ist halt nur, ob er, heißt er wirklich Squishy Muffin? Ich dachte, der heißt einfach nur Squishy, aber wird schon richtig sein, denn die anderen beiden Namen sagen mir halt absolut gar nichts. Welches ist ein RLCS-Team? Okay, das ist ein bisschen schwieriger. Wir haben Cloud 7, Cloud 9, also ich würde sogar wirklich auf Cloud 7 tendieren, da der Name am nicesten klingt, aber ich, also Cloud 9 ist es safe nicht. Also entweder halt eben Cloud 7 oder Cloud 9. Aber ich würde echt auf Cloud 7 tendieren, habe ich trotzdem noch nie gehört. Die vierte Frage ist, welches ist das wertvollste Item im Spiel? Ja, wir haben jetzt zwar eine Antwort, Betanagel, 2 Lindgrün, Grog. Kompletter Quatsch. Drittens Alpha Boost, viertens Alpha Cap. Da ist die Antwort auch ganz klar Alpha Boost. Ja, wie gesagt, ratet gerne mit, schreibt eure Antworten in die Kommentare, gerne mit Liste, wo ihr einfach eine 1 schreibt und dann eure Antwort. Dann weiß ich da auf jeden Fall Bescheid, wie gut ihr euch in Rocket League auskennt. Wie heißt das Rocket League Mobile, das dieses Jahr rauskommen soll? Ja, beziehungsweise mittlerweile rausgekommen ist. Das ist auch easy. Jetzt eure Antwort in die Kommentare. Es gibt einmal Rocket League Swipe Side, Rocket League Side Swipe, Rocket League Groginator und Rocket League Swipe Side. Ja, ganz klar, Side Swipe kennen wir ja. Und, oh mein Gott, das ist ja cool. Welches Auto ist das? Ja, hier sehen wir dann ja eben ein Auto. Zum einen TW Scarab, Maraudus Maximus, TW Fennec oder Bumblebee. Die Antwort ist auch ganz klar TW Scarab, ja. Ich bin gespannt. Ey, wenn ich wirklich, also das Einzige, was ich wahrscheinlich falsch haben werde, ist, wenn dann die dritte Frage. Ja, vierte Frage, wie heißt das Auto von Ghostbusters DLC? Das ist, ja, einmal Ecto, The Mystery Machine oder Werner, und das ist der Ecto, Freunde. Es wundert mich auch, dass die Items gar nicht zurückgekommen sind, jetzt zum aktuellen Halloween-Event. Normalerweise sind die jedes Jahr wieder zurückgekommen. Und oh mein Gott, das ist eine schwere Frage. Kann man Rocket League auf der Wii U spielen? Ja, mit Lenkrad. Was ist eine Wii U? Ja, mit Bewegungssteuerung. Also ich habe das, also davon wirklich noch nie gehört, dass man Rocket League auf der Wii U spielen kann.
Von daher würde ich tatsächlich jetzt zu auf keinen Fall tendieren. Könnte aber auch falsch sein. Aber nee, eigentlich safe nicht. Also habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Neunte Frage, somit vorletzte Frage. Wie heißt das Season 3 Rocket Pass Auto? Tyranno, Ronin, Chikra, Fennec? Es ist der Tyranno, Leute. Ja, das ist schon ein paar Seasons her. Man muss natürlich dazu sagen, das Ganze ist hier von dem 5.25.21, also ist halt schon über 1,5 Jahre circa jetzt her. Schon eine ganze Weile. Und jetzt, wo wir bei der letzten Frage ankommen, wann ist Rocket League erschienen? Das hätte man auch ein bisschen schwerer machen können. Natürlich 2015. Ja, also hier 850 vor Christus und 1850, das macht ja alles gar keinen Sinn. Das sind ja Quatschantworten. So, jetzt ist die Frage, wie viel haben wir richtig von diesem Quiz, Leute? Das ist hier die Frage. Ich würde sagen, wir klicken auf Auswertung. Ich hoffe, ihr habt auch eure Antworten jetzt in die Kommentare geschrieben. Und 3, 2, 1, let's go! Und mein Wecker klingelt. Oh mein Gott! Wow, du bist eine Maschine. Du hast 9 von 10 Aufgaben richtig beantwortet. Also safe. Die eine Frage ist halt safe falsch mit dem E-Sport-Dingens. Im Durchschnitt haben die 247 Surfer, die das Quiz gemacht haben, 7,8 richtige Antworten gegeben. Okay, also es gibt echt Leute, die das nicht so gemacht haben wie ich. Jetzt bin ich gespannt. Also, das erste ist richtig, Überschalllegende. Zweites auch richtig und das mit dem RLCS-Team. Es war halt Cloud 9. So, ich musste mich halt entscheiden. Es war klar, dass eins von beiden halt eben falsch war. So habe ich aber halt echt noch nie gehört, das RLCS-Team. Ansonsten sind natürlich alle Antworten richtig, jawohl. Auf der Wii U kann man es wirklich nicht spielen. Liebe Leute, das war auf jeden Fall heute ein chilliges Rocket League-Quiz. Falls es euch gefallen hat, lasst unbedingt ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da. Wenn ihr sowas öfter sehen wollt, dann, wie gesagt, einfach den Daumen einfach mal da lassen und haut gerne eure Antworten in die Kommentare, haut gerne mal rein, wie gut ihr wart, wie viel ihr richtig habt. Ihr könnt das Quiz ja auch gerne selber machen. Einfach auf testedich.de gehen, hier oben Rocket League eingeben und dann findet ihr da einige Quizzes, die ihr machen könnt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer bei Reapers. Ciao, ciao.